Hallo und moin moin, herzlich willkommen bei Erfahrung Kunst. Ja, was Falk und ich in der letzten Woche erlebt haben, was wir alles gemacht haben, das seht ihr gleich nach dem Intro. Bis dann. Ja, wie ihr schon auf den Fotos gesehen habt, war auch diese Woche wieder vollgepropft mit den verschiedensten Dingen, die wir erlebt haben und die wir gemacht haben. Leider war es diese Woche aber dann doch so, dass wir eben nicht so viel machen konnten, wie wir uns das eigentlich gewünscht und erhofft hätten. Das hat ja nichts mit Falk zu tun, das hatte damit zu tun, ja, zum einen werde ich mich beruflich etwas verändern und ja, musste jetzt so die letzten Tage abwickeln in der alten Firma. Das war natürlich sehr aufregend und stressig. Hinzu kommt, dass der liebe German gar nicht zu Hause ist. Der ist schon seit ja, fast 14 Tagen in einer Reha-Klinik. Ja, da soll er so ein bisschen auf Vordermann gebracht werden. Und da wird er jetzt auch noch ja, mindestens eine Woche bleiben, vielleicht sogar noch zwei Wochen. Das wissen wir noch nicht so ganz genau. Und dann hatte ich mir letzte Woche auch irgend so was Blödes schon wieder eingefangen. Husten, Schnupfen, Heiserkeit, alles was dazugehört. Ja, das hat dann dazu geführt, dass also letzte Woche unser Trainingsplan, den wir normalerweise so haben, ja, dass wir den gar nicht erfüllen konnten. Ist aber nicht schlimm, da geht die Welt nicht von unter, ist alles gut. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst, weil ich ja im letzten Video gesagt habe, wie häufig ich das eigentlich mache, so diese ganzen Geschichten, speziell jetzt diese ja, Futtertreiben, Unterordnungsgeschichten, aber eben auch diese Intelligenzspiele. Und ja, das hat halt in der letzten Woche nicht so geklappt. Egal, Karl, es ist wie es ist. Ich zeige euch aber das Resultat von nicht ganz so viel Training in der letzten Woche. Und ja, dann könnt ihr selber entscheiden, ob wir einen Schritt vorangekommen sind. Ja, wer meine letzten Videos gesehen hat, das möchte ich noch kurz erwähnen, das sind so ein paar Kleinigkeiten so. Boxentraining, auch wenn die meisten es vielleicht nicht mehr hören mögen, aber das ist ein Hammerthema. Ich kriege da so viele Fragen dazu. Ich möchte aber ganz kurz erwähnen, ich hatte das ja in dem Video gesagt, wo ich vorgestellt habe, was ich alles so benötige, was ich brauche, bevor ein Welpe dann ins Haus kommt, wo ich mich drum kümmere. Und da habe ich über diese Stoffboxen gesprochen. Und da hatte ich gesagt, nehmt das Billigste vom Billigen, das Einfachste vom Einfachen. Denn meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass wenn es dumm läuft, da könnt ihr das beste, teuerste Produkt haben. Das ist innerhalb von 3 Stunden kaputt. Und das ist eigentlich Pech. Das ist nicht, weil das Material so schlecht ist oder, aber diese Stoffboxen haben eben diesen Nachteil, du musst halt mit Reißverschlüssen arbeiten und in den, wie soll ich es nennen, Gitterbereichen, das ist ja auch Stoff, wenn die Welpen da mal mit der Kralle drin hängen bleiben und mit richtig Kraft da runterziehen, dann ist das kaputt. Ja, und darum habe ich gesagt, nehmt erstmal das Billigste vom Billigen. Wenn ihr Glück habt, hält es, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann kaputt ist, nach relativ kurzer Zeit, ist ziemlich groß. Und genauso ist es bei uns auch gewesen. Also letzte Woche hat er dann tatsächlich den Reißverschluss geschreddert. Beim Rauslassen aus der Box, da war er dann zu aufgeregt und ist dann mit den Pfoten und Krallen da rein. Und ja, so ein Reißverschluss kostet eigentlich schon mehr als eine ganze Box. Das ist also dann Quatsch. Also die ist auf dem Müll gelandet und er hat jetzt eine Gitterbox im Haus. Die ist auch etwas größer, macht ja auch Sinn dann mittlerweile. Und das ist wunderbar und schön. Blende ich euch mal ein Foto ein. Ja, könnt ihr nochmal gucken. Also so viel dazu. Box klappt wunderbar. Egal ob Auto, egal ob hier zu Hause, whatever. Also es ist super entspannt, super easy, super einfach. Ja, ja, das ist, ich liebe die Box. Die Hunde auch. Ja, gut. Ich würde aber sagen, wir starten mal rein.
Und wir fangen mal an mit diesem Intelligenzspielzeug. In der letzten Woche hatte ich euch ja in dem Video wirklich die ganze Sequenz gezeigt. Also wirklich unser allererstes Mal mit diesem Spielzeug. Und ich habe das bewusst gemacht, damit ihr mal seht, was man dafür tun muss, dass der Hund da erstmal hinkommt, dass er versteht im Ansatz, dass er irgendwas tun muss, was bestimmt ist, dass er da zu seinem Erfolg kommt. Das habe ich bewusst so gemacht. Das Video, was ihr jetzt seht, das ist nur noch 2 Minuten lang oder 3 Minuten, ich weiß es nicht. Und das war schon unsere ganze Übungsstunde. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind nicht mehr in Level 1, in Klasse 1. Der Falk hat die erste Stufe schon übersprungen jetzt und ist im Level 2. Nein, ist Quatsch. Ist nicht, weil er super intelligent ist, sondern er hat es mir jetzt tatsächlich geschreddert. Ihr hattet es ja alle gesehen. Das Ding ist relativ, oder es war schon relativ mitgenommen. Ich hatte gehofft, es funktioniert noch und es ist alles gut. War auch für 2-3 Mal so, aber irgendwie spätestens beim 4. Mal hat er da irgendwie so blöd reingebissen und keine Ahnung. Auf alle Fälle ist da der Turm jetzt komplett kaputt und oh, Falk, nicht graben hier, komm her. Falk, nicht buddeln. Ja, also der Turm ist kaputt, da geht nichts mehr und ich habe dann entschieden, ich hüpfe dann gleich zu Level 2. Aber ja, und es ist ärgerlich, ich kann euch ja jetzt nicht mehr zeigen, was Stand der Dinge bei Level 1 war. Aber ich habe von Simone und Volker ein Video bekommen von Fine. Fine ist ja die Schwester zu Falk. Und die sind, ja, oder die haben sich animieren lassen, auch von den Videos hier. Und wollten das auch gerne ausprobieren, haben sich Level 1 gekauft und haben mir dann das Ergebnis geschickt, wie es dann aussah nach 4 Tagen. Und das blende ich euch mal ein, weil so ähnlich sah es bei ihm auch aus. Natürlich war Fine besser, ist ja klar, ist ein Mädchen, ne? Nein, aber so ähnlich sah es dann bei ihm auch aus, nur dass ihr eine Vorstellung, eine Idee davon habt. Was machst du da? Wir sind halt, wie gesagt, jetzt rüber geswitcht auf Level 2. Und das, was ihr seht, das ist kein Scherz, ist wirklich das allererste Mal. Und da ist nichts dran gekürzt, nichts dran geschnibbelt oder sonst was. Das ist das allererste Mal, weil, und es klappt so gut, weil er aus Level 1 schon verstanden hat, dass man irgendetwas Bestimmtes tun muss. Und er muss lernen, auszuprobieren, was geht und was nicht geht. So, jetzt kriegen wir gleich Ärger. Julie ist da. Wie immer. Ja. Und tschüss. Also, das ist ungeschnitten, das ist so wie es ist, dauert noch 2 Minuten und wir sind bei Level 2. Ja, schaut euch das mal an. By the way, wer sich dafür interessiert, das hatte ich irgendwie nicht gesagt oder viele wissen das dann vielleicht auch nicht, unten in der Infobox. Also der Pfeil neben der Überschrift unter dem Video, rechts daneben ist so ein kleiner Pfeil, da klickt ihr mal drauf. Hi Falk! das ist die Infobox und da findet ihr die Links auch zu diesen Spielzeugen, zu den verschiedenen Leveln. Ja, klickt einfach drauf, dann findet ihr auch das Richtige. Oder zumindest das, was ich benutze. Ob das dann nachher richtig ist, weiß ich natürlich nicht. Das müsst ihr selber entscheiden. Also, aber jetzt guckt mal, ich blende euch mal zuerst Fine ein und dann hinten dran den Falk. Allererstes Mal Level 2. Und ich glaube, dann bekommt ihr so langsam eine Idee davon, was das bewirken kann, was da mit dem Hund passiert. Also viel Spaß dabei. Lass mal gucken, ob sie so alleine.
Klasse gemacht! Jawohl, mein Junge! Das hast du ja toll gemacht! Fein! Jawohl! Das hast du fein gemacht! Jawohl! Super! Klasse! Super! Fein! Klasse! Klasse! Hast du gut gemacht! Hast du gut gemacht! Nee, der ist der. Nee, 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 der ist von dir. Mach mal da, vergeben. Oh, so. Jawohl! Klasse! Das machst du gut! Das machst du gut! Fein! Fein, wir sind alle hier. Ja, klasse! Super! Hast du gut gemacht! Feiner! Jawohl! Ja, so, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr konntet sehen, wie viel Spaß auch die Hunde da dran haben. Also, witzige Sache, ich kann es nur jedem empfehlen. Auch mit einem älteren Hund noch. Also, ja. Versucht's einfach mal, es klappt ganz bestimmt. Gut, was haben wir noch gemacht? Wir waren auf dem Hundeplatz am Sonntag, wieder in Emden. Und wir haben auch ein bisschen Schutzdienst gemacht. Ich hatte leider meine Kamera nicht dabei, es war wieder Dreckswetter angesagt. Und es war dann noch nicht Dreckswetter, es war, also, naja, egal. Wir haben dann so ein bisschen mit dem Handy fotografiert und auch versucht, kleine Videos zu machen. Ich versuche euch da mal was zusammenzuschnibbeln. Und blende euch das hier auch gleich nochmal ein, dass ihr das dann auch seht. Also auch da, erstes Mal, ja, mal rantasten. Hat er gut gemacht, ich war super zufrieden mit dem kleinen Mann. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ah, schön. Okay, also ich war super zufrieden, alles gut, alles schick, alles schön. Das lässt hoffen für die Zukunft, für unseren Sport, genau das Richtige. Ja, also viel Spaß dabei, schaut euch die Bilder und Videos zum ersten Schutzdienst an. Thank you.
Ja, natürlich haben wir auch Unterordnung gemacht, diese Futtertreiben-Geschichte, die ich normalerweise fast jeden Tag mache, aber ich hatte es ja eingangs schon erklärt, letzte Woche war irgendwie anders und es ging halt nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ja, da konnten wir nicht ganz so viel machen. Aber seht mal selber, das ist also dann das Ergebnis von, ja, ich sag mal 3-4 Mal. Man sieht schon, dass der Hund schon auch weiß, natürlich animiert durch die Futterschale, die ich da erstmal durch die Gegend trage und auf den Tisch stelle. Er riecht das, er kriegt das mit, das ist ja logisch und wird dann aufgeregt. Er frisst halt auch sehr gerne. Aber man sieht schon, dass er merkt, auch da möchte ich eine gewisse Aktivität haben, er fängt an zu bellen. Also es baut sich eine gewisse Stimmung auf und die wollen wir haben. Erstmal eine aufgeregte Stimmung bei dem kleinen Mann. Ja, und was wir da machen, ist natürlich noch nicht ganz so viel, aber ja, dem Pupa macht es Spaß. Ich finde, das sieht schon ganz nett aus und ganz lustig. Ja, das war es auch schon wieder. Das war die kurze Zusammenfassung von der letzten Woche. Es ist, wie gesagt, nicht ganz so viel passiert, den Umständen geschuldet. Jetzt habe ich tatsächlich ein paar Tage Urlaub,
die brauche ich auch. Und da werden wir ein bisschen mehr machen. Wir werden mal in die Stadt fahren. Wir werden vielleicht auch unser erstes Eis essen. Ne? Falk, komm her, sag dir doch mal tschüss. Hallo, Puba. Ja, alle solche Dinge werden wir machen. Und dann seid ihr dann auch in der nächsten Woche wieder mit dabei. Und natürlich unser normales Training. Das setzen wir fort, damit ihr da dann die Fortschritte, die wir hoffentlich machen, auch sehen könnt. Also, eine schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.